So, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wild Wings nach dem Spiel gegen die Straubing Tigers. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Rob Wilson von den Straubing Tigers und zu meiner Linken unser Coach Stefan Meyer. Zuerst, wie Sie es gewohnt sind, die anderen Ergebnisse. Mannheim schlägt Wolfsburg mit 7:3, München Düsseldorf 4:3, Ingolstadt schlägt Krefeld mit 6:3, Iserlohn Eisbären Berlin 2:5, Thomas Sabo Ice Tigers gegen Augsburger Panther 5:1. Und im zweiten Drittel steht es bei der Partie Hamburg Freezers gegen die Kölner Haie derzeit 1:2. Kommen wir zur heutigen Partie. Rob Wilson, Ihr Statement bitte. Yeah, you know, first period I thought we played pretty well. We got a goal scored on us and our heads went down and we didn't recover. And, you know, and once goals start going against, that's usually the pattern. It's you can't recover and mistakes start happening more and more and guys get out of position and Schwenningen capitalized on their chances and that was the difference in the game. Once we got scored on, we just our heads went down and we didn't take any chances that we had and that's the way games go. Er sagt, im ersten Drittel haben wir eigentlich ganz gut begonnen. Die Fehler haben sich dann aber wirklich vermehrt und Schwenningen hat dann einfach die Tore gemacht und das war einfach die kurze Geschichte von diesem Spiel. Stefan Meyer, Ihr Kommentar. Glückwunsch zum heutigen Sieg, zum Heimsieg, zum ersten Heimsieg der Saison 2014-15. Kommentar bitte. Danke. Guten Abend meinerseits. Na, sicherlich sehr positives Wochenende. Ich denke, im ersten Drittel waren wir noch ein bisschen müde, auch von der verlangen Fahrt von Wolfsburg, soll es keine Ausrede sein. Im zweiten Drittel, wir sind schon in den letzten Minuten vom ersten Drittel besser ins Spiel gekommen. Dann, sobald dann die Tore gefallen sind, hatten wir auch, war es ein bisschen wie eine Befreiung. Und es war gut zu sehen, dass auch die anderen mehrere Reihen Tore geschossen haben. Sehr wichtig. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns, jedenfalls ein positives Wochenende. Dankeschön, Stefan Meyer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse heute Abend? Das Einzige, was nicht positiv war, vielleicht ganz kurz das Mikrofon. Danke. Das Einzige, was vielleicht nicht positiv war, ist vielleicht von Markus Janka. Was für einen Stand gibt es da jetzt? Wir wissen da erst morgen mehr, aber wir werden auch überhaupt keine detaillierten Auskünfte geben. Es ist eine Unterkörperverletzung. Weitere Fragen? Herr Meyer, wie schwer sind die Steine, die jetzt da von dem Rücken oder die Last, die da runtergepurzelt ist? Jetzt zwei Siege im ersten Wochenende, die zwei Niederlagen. Steht man natürlich ganz anders wieder da, ne? Nein, absolut nicht. Wir werden immer gleich weiter hart arbeiten. Und wie wir bisher gemacht haben, wir haben gar nichts geändert im Training. Wir haben die Woche sehr gut trainiert. Wir konnten diese Woche das erste Mal richtig auf vier Reihen zurückgreifen. Das hat man heute gesehen. Wir haben die Kraft gehabt. Das macht den Unterschied. Und wenn wieder ein schlechtes Wochenende kommen wird, dann geht es sowieso wieder los. Deswegen, never too high, never too low. Weitere Fragen heute Abend? Scheint mir nicht der Fall zu sein, dann Rob Wilson, guten Nachhauseweg nach Straubing, good luck for the season and enter, ja genau. Und wir sehen uns da wieder am kommenden Freitag zum Heimspiel gegen Augsburg, dann geht es um 19:30 Uhr los. Dankeschön, schönen Abend zusammen.